Wir reagieren auf das neue Video von Laso. Laso hat ein Video hochgeladen mit einem interessanten Titel. Frag ein Milliardär, Ja Rule über den Weg zum Reichtum. Ich möchte eine Sache vorhin geklärt haben. Ich bin nicht reich und es wird sehr unangenehm, weil er war da und ich kenne ja die Aufnahmen und ich bin echt gespannt, was er sich da zurechtgeschnitten hat. Und ich kann mich nur wiederholen, es wird sehr unangenehm. Los geht's. Vor einigen Tagen habe ich mir die Frage gestellt, wie ein Milliardär eigentlich so seinen Tag verbringt. Deswegen bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, einen Milliardär anzuschreiben und zu fragen, ob er Lust auf ein Interview hat. Er schien von der Idee sehr beeindruckt zu sein, deswegen habe ich ein Ticket nach Dubai gebucht und ihn besucht. Wie versprochen habe ich hier einen... Wusste gleich, dass Gladbeck in Dubai liegt, Digga. Milliardär an meiner Seite. Möchtest du dich einmal vorstellen? Bruder, und mir ging es an dem Tag gar nicht gut. Mir ging es gar nicht gut, Bruder. Ich war bis 4 Uhr morgens wach, musste um 10 oder um 11 die Leute vom Hauptbahnhof abholen, hab nicht geduscht, Digga. Einfach lech. Seit diesen Tagen geht's mir nicht gut. Ich muss zum Friseur, Bruder. Warte, mir geht's nicht gut. Auch unreine Haut und so, weil ich wieder viel Müll gegessen habe, Bruder. Vorstellen? Ich heiße John und ich bin kein Milliardär. Wir haben heute einige Fragen. Gut, das habe ich ja selber im Video dann klargestellt und zum Glück hat das auch reingeschnitten. Fragen für Sie vorbereitet. Kannst mich ruhig duzen, wenn du möchtest. Wir werden Sie heute bei der Arbeit begleiten und Sie haben natürlich viele Geschäfte am Laufen, habe ich gehört. Ich mache YouTube-Videos, verkaufe Klamotten. Ich habe noch ein Eis, der auf dem Markt, das ist leider zu Brüche gegangen, aber da wird bald auch ein neuer kommen. Jeder Milliardär hat schon mal Verluste gemacht, aber Verluste machen einen stärker. Deswegen ist dieser Mann hier sehr stark. Okay. Das wird von meiner Mutter das Büro. Ach stimmt, er hat das ganze Lager aufgenommen. Mal gucken, ob er viel reingeschnitten hat. Wenn nicht, werde ich euch selber nochmal ein Video dazu hochladen, wenn alles fertig ist. Oh, die Küche. Die Wände haben wir auch schon gestrichen. Grau und weiß. Hier werde ich meine Augen. Das habt ihr aber nicht gesehen, oder? Die Farbe? Ah doch, ihr habt's gesehen, oder? Habt ihr das schon gesehen, dass hier ein bisschen gestrichen wurde? Du hast ja erwähnt, Autos. Was fährst du denn für Autos? Ich hatte keinen Bock auf den R8-Talk. Ich meinte einfach nur Audis. Zwei Audis. Was für Audis? Ein R5 und ein R8 fahre ich. Einen R8? Was wird denn... Digga, wisst ihr, was das Unangenehme war? Da sind ja Bekannte von uns am Arbeiten, die mir ein Lager da aufbauen. Das sind sehr korrekte Leute und so, aber ich kenne die halt nicht so gut und das kommt sehr komisch, wenn ein Laso mit mir dort ein Video dreht und ständig sagt, wir sind hier bei einem Milliardär, die ist das. Die haben sich bestimmt auch sehr komisch gefühlt. Weißt du, ich meine, ich wollte dann einfach nur noch da raus. Verkauft. Ja, Klamotten. Das ist jetzt auch von deiner Modemarke, oder genau, was? Genau, genau. Man hört im Hintergrund so damals türkische Musik, habt ihr gehört? Was ist denn die Modemarke, wenn ich fragen darf? Dollars und Isyans. Okay, Dollars ist jetzt Geld, genau. Aber... Isyans heißt so Kuma. So, du hast ja gesagt, du hast eine eigene Modemarke. Stimmt. Kannst du mir mal eine... Es ist einfach nicht schön, vor 8 Leuten dieses Interview zu führen. Es ist einfach nicht nett. Das sind Sachen, die nicht nett sind. Diese... Da man auf Baustelle muss... Yep. Klamotten geben? Ich weiß nicht. Ich geb dir eine neue Farbe. So, ich habe jetzt die Ehre, eines dieser Klamotten anzuziehen. Kommt der cremeweiße Zipper wieder raus? Yep. Ziehen? Ja, das ist Embra. Ja, das ziehe ich jetzt an. Wir haben lila. Lila haben wir gestrichen. Grün haben wir gestrichen. Was haben wir noch gestrichen? Blau haben wir gestrichen. Wir haben ein paar neue Farben. Das hier ist eines seiner Prachtwerke. Damit hat er ein Vermögen gemacht. Eine Milliarde. Habe ich nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr flauschig. Reißverschluss auch wie Pudding. Ich bin jetzt nicht wirklich in... Weiß jetzt nicht, Digga, ob man einen Reißverschluss mit einem Pudding vergleichen sollte. ...der Modewelt aktiv, aber ich als Reporter kann sagen, das Ding hier ist wirklich flauschig. Ist doch entspannt und so, ist weit geschnitten und so, ist geil. Ja. Mir wurde eine Mitfahrt... Habt ihr das gesehen? Schau euch das an. Hat jemand ein halb foliertes Auto bestellt? Frag gar nicht, wieso. Ich beantworte euch jetzt aber trotzdem. Bissel Kuhfolie, ja. Die Milka-Kuh ist am Fahren. Ich hatte einen Unfall in Istanbul gehabt und das hat jetzt die Versicherung bezahlt. Wir haben mein Auto repariert, aber aus unerklärlichen Gründen, weil ich mit meiner Mutter nicht diskutieren will, musste die Folie noch dranbleiben. Aus unerklärlichen Gründen. Ich werde diese Woche dafür sorgen, dass die verfickte Folie ab ist, weil ich keinen Bock habe, mit Leuten zu diskutieren oder zu reden, warum ich ein halbfoliertes Auto habe. Es ist einfach unangenehm. Mir wurde eine Mitfahrt in einem Lamborghini Aventador angeboten und da drin haben wir uns miteinander unterhalten und es ging um Themen wie Chayas klären und viele andere Dinge. Jetzt besuchen wir die... Hat nichts mit Chayas zu tun. Milliardärsfreunde. Hier sind die Milliardärsfreunde. Ich denke, die machen gerade ein Shooting. Hab noch nie ein Shooting gesehen. Das ist ein Kollege von dem Milliardär hier. Ja, von hier Igli. Schau mal, was hast du denn hier geschossen? Soll so aussehen, als ob Chris aus dem Dark Knight rauskommt. So, wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Yadak Muskulatur. Okay. Ich bin neu im Team. Hier habe ich jetzt ein paar Fragen für dich. Okay. Wie wird man Milliardär? Ich bin kein Milliardär. Noch immer kein Milliardär, Bruder. Mehmet schreibt, sind deine Eier aus Gold und darf ich sie lecken? Und jetzt stellt euch einfach mal vor, dass das 15 Minuten lang ging und mir ständig so unangenehme Fragen gestellt worden sind. Abgesehen davon, da auch Leute sitzen, die diesen Humor vielleicht gar nicht verstehen. Schaut euch das an. Nee, sind nicht aus Gold und ich möchte auch nicht, dass die Eier geleckt werden. LaserLuca132 schreibt, wischst du dir den Arsch mit Geld ab? Nee, mit Wasser wisch ich meine Haare und damit Toilettenpapier, um es zu trocknen. Oh weia, Alter. Ah, hier haben sich die Models jetzt schon umgezogen. Die sind jetzt bereit für das nächste Shooting. Bist du bereit? Wie ist denn dein Name? Mi. Mi? Ja. Okay, das ist jetzt das neue Outfit von seiner... Was soll das? Warte, bitte, was soll das? ...eigenen Modekollektion.
Das ist einfach so unangenehm. Mein Name ist Jadak-Muskulatur. Das Fotoshooting läuft immer noch top. Nintendo Mii, habt ihr sie gefuckt? Hört auf damit. War das nicht nett? Hier sehen wir auch den Milliardär. Digga, hat jemand 3 Stunden Schlaf bestellt? Zufällig auch sehr, sehr hart am Arbeiten. Ich bin am Nachdenken, ich mach keine Posen. Damit dem Milliardär nicht langweilig ist, hat er sogar private Tänzer gebucht, die ihn unterhalten. Also, der gibt mir... Ey, ich muss euch eine andere Story erzählen. Hier im Hintergrund sieht man einen Jungen, der heißt Etem, okay? Etem ist auch ein Hustler, Digga. Ich habe Etem, glaube ich, 5 Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe mich vor 5 Jahren mal mit ihm und Ferdi zusammen getroffen gehabt, weil wir über ein Geschäft gesprochen hatten. Dieses Geschäft kam nicht zustande. Dann hatten wir ein Problem, dass wir keinen Fotografen hatten für diesen Tag. Und dann ist mir über den Algorithmus, genau, Etem vorgeschlagen worden. Er hat mit jedem YouTuber irgendwas zu tun, dies, das. Da möchte ich uns, ey, schreib ihn an, dies, das. Und er war am nächsten Tag direkt am Start, Digga. Liebe Grüße an Etem. Hat er sogar private Tänzer gebucht, die ihn unterhalten. Also, der gibt mir nicht wenig, ne, Leute. Der gibt mir schon gutes Geld. Ich muss hier nur rumhampeln. Die ganze Zeit am Hampeln. Sehr sympathisch, auch ein sehr süßer Blee. Den werdet ihr öfter sehen in Zukunft. Wie viel kriegst du denn pro Stunde, wenn ich fragen darf? Darüber darf ich leider nicht reden. Darfst du nicht reden? Nee. Über Geld spricht man nicht. Ja. Fabio schreibt, wie oft holst du dir einen runter? Was willst du jetzt darauf antworten, Digga? Natürlich mit der Wahrheit. Ich hole mir tatsächlich nie einen runter, Digga. Nie. Ja. Ist das dein Erfolgsrezept? Das ist mein Erfolgsrezept, ja. Okay. Also aufhören runterzuholen ist der Weg zu... Bruder, ich lache, weil ich einfach müde bin. Es ist nicht witzig. Du modelst heute für deinen Kollegen? Nein, Bro, ich chill einfach nur hier. Du chillst hier? Der macht einfach Fotos von mir, ich weiß warum. Bro. Warum machen sie Fotos von ihm? Für die neue Kollektion. Mein Name ist Jadak-Muskulatur. Natürlich sorgt der Milliardär stets dafür, dass seine Models die vitaminreichste Nahrung am Set haben. So, und jetzt die goldene Frage. Wovon ernährt sich denn ein... 1 bis 10, John, wie sehr hat sich unangenehm angefühlt? Ja, ich bin ja schon ein bisschen gewöhnt an Lars, so, also ich würd eine 6 geben. Ein Milliardär, wenn ich fragen darf. Heute essen wir Esspapier. Was? Essbares Papier? 2-mal die Woche ernähre ich mich schon von Esspapier, ja. Also, wenn ihr auch... Ach, leck mich am Sack, Alter. Was? So erinnere ich mich schon von Esspapier, ja. Also, wenn ihr auch... Leck mich am Sack, Alter. Bruder, es gibt nichts Geileres, wenn Lars einen Moralabschluss hat, weil die Kamera nicht funktioniert. Leck mich am Sack, leck meine Eier. Oder manchmal, er bummst so die Kamera, er dreht durch. Ich muss nochmal... Leck mich schon von Esspapier, ja. Also, wenn ihr auch... Guck, hier kommt er aus seiner Rolle raus, guck jetzt. Leck mich am Sack, Alter. Geil. Bist du gesund? Ja. Also wenn ihr auch in die Fußstapfen eines Milliardärs treten wollt, dann ernährt ihr euch auf jeden Fall auch ausgiebig von Esspapier. Dürfte ich das essbare Papier natürlich einmal testen? Natürlich, ja. Die Nahrung eines Milliardärs. Mein Name ist Jadak-Muskulatur. Hat John auch eine Rolex? Ja, hab eine, aber die ist bei der Reparatur gerade. Was ist denn damit passiert? Die Diamanten sind abgefallen. Zu viele Diamanten. Liebe Grüße nochmal an Mark Gibbon, meine Uhr liegt da seit 2,5 Monaten. Danke für gar nichts. Ja, das passiert manchmal. Aber da hätte ich jetzt die Frage, warum du nicht einfach für dich selbst modelst, für deine eigene... Weil da Bilder sehe ich aus wie ein Model. Hat jemand ein fettes Meshschwein bestellt? Kollektion. Sehe ich aus wie ein Model? Schönheit liegt im Auge des Betrachters, also ja. Ich bin nicht, dass ich ein Model bin. Ich bin eher im Hintergrund aktiv, was es angeht. Ach, das sind jetzt professionelle Models. Genau. Richtige Models. Digga, ist so unangenehm. Natürlich sind das nicht professionelle Models. Auch nicht von der Agentur, das sind alles Freunde von uns so, die auch ihren Job machen und dann einfach immer, wenn die Zeit und Lust haben, mit mir das Ding machen. Ich finde das sehr gut, Bruder. Ich will gar keine neuen Leute am Start haben. Ich bin glücklich über die Leute, die noch am Start sind. Und ich glaube, es ist doch sehr authentisch. Also in meinen Augen, wenn man immer noch mit denselben Leuten cool ist, mit denen man auch vor einem Jahr cool war, weißt du? Und ich hoffe, das wird die nächsten Jahre auch so sein. Genau. Also, wenn ich dich als Model bezeichnen würde, dann ist es kein Kompliment, sondern das ist dann ihr Beruf. Genau, ist die Arbeit dann. Ihr seid richtige Models. Ja, Jadak-Muskulatur. Wie ist das Gefühl als Milliardär? Ich bin ja kein Milliardär. Ja, aber wie ist das Gefühl? Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, da ich ja kein Milliardär bin, weißt du, mein. Jadak- Hier machen die Models hier ran. Milliardär bin, weißt du, mein. Jadak- Hier machen die Models. Oh Mann, Alter. Jetzt ihre Arbeit und wie gewohnt hat der Geschäftsmann, der Milliardär, immer sein Geschäft im Blick. Nee, das ist manchmal. Imagine, du bist Lars, du fährst 5 Stunden, um mich zu sehen. Er sucht mich einfach überall, während die Leute hier studieren, ich chill da einfach. Bruder, ich bin schon ein extremer Einzelgänger, Bro. Ich brauche sehr oft meine Ruhe. Sehr oft, das sieht man hier, guck mal. Hier machen die Models ihre Arbeit und wie gewohnt hat der Geschäftsmann, der Milliardär, immer sein Geschäft im Blick. Ja, ich hab alles im Blick, Digga. Nee, das sind manchmal so Phasen, da brauchst du einfach Zeit für dich. Aha, mein Paket ist in dir, Jan. Hier. Weißt du, ich meine? Aber was denkst du denn so nach, wenn du so alleine bist? Über das Leben. Über das Leben danach. Ein Milliardenunternehmen.
Ein AFK-Mensch. Ja, Digga, dickes Plus, Bruder. Und er sitzt hier ganz bescheiden zwischen Kartonage. Diese ganzen Kartonagen gehören ihm. Ein Milliardenunternehmen. Milliarden. Muskulatur. Übrigens war der Kameramann. Milliarden. Muskulatur. Ich kack mich rein, Digga. Übrigens war der Kameramann, der am Set war, derselbe, der den Marvel-Film Avengers gefilmt hat. Wie viel ist dein Outfit, welches du jetzt gerade im Moment anhast, wert? Nicht so viel, Bruder. Zipper von Dollarset Isians, 45 Euro. Hose, 50 oder 60. Yeezys, was hab ich bezahlt? 200? Ja. Imagine, du kombinierst Yeezys mit einer Nike-Hose. Naja, ich war müde und muss die Leute abholen. Hab nicht geschlafen. Muskulatur, Tour. Und hab einfach das angezogen, was auf dem Boden lag. Tour. Fun Fact, ich habe letztens vor einer Woche meine Macken bekommen. Eine Woche oder zwei Wochen, ey, weiß ich gar nicht, spielt doch keine Rolle, komm zum Punkt. Ich habe alle meine Klamotten weggeschmissen, alles. In meinem Kleiderschrank sind gerade 3 Jogger, 3-4 T-Shirts, 2 Zipper, mehr habe ich nicht. Ich habe gerade nichts in meinem Kleiderschrank, nichts, gar nichts. Frag nicht, wieso, hast du Depression? Nein, es sind keine, passen nicht mehr oder was? Nein, die passen mir, Digga, aber ich weiß nicht, Bruder, es ist so ein Ding geworden. Von einer auf die andere Sekunde, ich habe so Hass bekommen, habe eine Mülltüte genommen, alles rein, weg. Weg, Bruder. Ich werde demnächst eine schöne Shoppingtour machen, Digga. Eine schöne Shoppingtour. Werde mir Jeans kaufen, Hosen kaufen. Alles, Digga. Alles neu. Schuhe, Mur. Ich will alles neu haben. Ich miete mir jetzt demnächst eine Wohnung. Ich will so einen begehbaren Kleiderschrank haben. Dies, das. So ein Ding muss es werden. Das waren die Fragen an einen Milliardär. Wen soll ich als nächstes interviewen? Vielleicht ein Trilliardär? Boah, ist ja krass. Das wäre gut. Von wem könnte ich lernen? Ein geiles Ding hier. Hier wie Pudding. Fühlt sich flauschig an. Ich könnte damit schlafen. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Wir sehen uns. Danke. Ciao. Bruder, ich merke, du versuchst professionell eine Marke voranzutreiben und die Videos werden ja online kommen im Shop und so. Und jetzt wird jeder, der dieses Video gesehen hat, wenn es denn jemand guckt oder jetzt die Leute hier im Stream, wissen, wenn diese Videos online sind, im Hintergrund hat Lars einfach die Luft gebumst. Oh Mann, Alter. Ey, was soll das? Mein Name ist Yadak Muskulatur. Okay. Ich bin neu im Team. Du bist auch ein Kollege vom Milliardär hier, oder? Nee, ich bin ein Kollege von dir. Sind wir uns schon mal begegnet? Wir waren doch nackt in der Sauna, hast du das vergessen? Stimmt, Digga, in München. Dann war ich da vielleicht besoffen oder sowas, aber... Ey, naja, ich war sehr müde im Video, es tut mir wirklich leid. Kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ach, Lars ist geil, Bruder, Walla. Lars ist geil, ich kann es nur wiederholt sagen. Ein Mensch, der mich sehr gerne zum Lachen bringt, Bro. Ich mag sowas. Ja, danke schon auf jeden Fall für das Video. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Videos von Lazo reagieren sollen, gebt diesem Video einen Daumen hoch, aber vertikal, würde mich sehr freuen. Und ja, die laufende Tage wird wahrscheinlich unser Release sein. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich freue mich auf den Restock. Alles wird von mir einzeln verpackt. Es wird schön, Digga. Ich freue mich. Okay, tschüss.